Irgendwann gab es einmal einen ganz großen Knall. Durch diesen Knall gab es ganz viele coole neue Planeten. Auf diesen Planeten sind irgendwann Dinos entstanden und dann kamen wir. Erst waren wir so coole Fische, dann waren wir Affen und dann wurden wir zu Menschen. Dann haben wir angefangen gegen Bäume zu hauen. Dann haben wir angefangen Objekte aneinander zu hauen und hatten Werkzeuge. Unga Bunga. Dann gab es plötzlich so coole Zivilisationen. Wir haben ganz hohe Dreiecke gebaut und ganz viele andere Gebäude. Dann waren wir auf einmal so Typen mit Eisen als Kleidung, die miteinander kämpften. Zeit, sich die nächsten 1000 Jahre zu verprügeln und dabei dann immer lustigere Kostüme anzuziehen. Oh Mann, das Auto wurde erfunden. Und ganz schön viel neuer Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Okay, und es kann sein, dass in all diesen Jahren in der Geschichte der Menschheit es ein paar Momente dazwischen gab, die auch dokumentiert wurden, an denen jedoch nicht alles ganz so normal gelaufen ist, wie man meinen könnte. Wow, heute geht es tatsächlich mal um echte Geschichte, ich kann es kaum glauben. Wir schreiben 1941. Die polnische Armee befindet sich mitten im Krieg und marschiert durch die iranischen Gebiete. Der Alltag ist kalt und düster und die Streitmacht fürchtet sich vor den kommenden Gefahren des Krieges. Und doch unter den polnischen Soldaten befindet sich ein ausgewachsener syrischer Braunbär. Der Bär namens Wojtek war ein offizieller Teil der polnischen Armee, hatte eine Dienstnummer und unterstützte im Krieg, die Nazis zu bekämpfen. Er half den Soldaten dabei, die zu schweren Munitionskisten zu transportieren oder Bomben in die Schützengraben zu bringen. Er hat regelmäßige Ringkämpfe mit den polnischen Soldaten veranstaltet und war berüchtigt dafür, Zigarren zu essen und Bier zu trinken. Wojtek gelang es außerdem, einen arabischen Spion zu stellen und wurde dadurch zum höherstufigen Rang Corporal befördert. Hey, wer hat einen höheren Rang als ich? Er schlief im Zelt mit den anderen Soldaten, trug sehr gerne Mützen und fuhr regelmäßig im Auto bei Einsätzen mit. Der Bär wurde zu einer so großen Legende in der polnischen Geschichte, dass für ihn ganze Denkmäler errichtet worden sind. Almost heaven. West Virginia. Ritter hatten ja coole Schwerter und so. Aber Ritter hielten es auch damals für eine super lustige Idee, den Griff ihres Schwertes zu nehmen und einfach auf Gegner zu werfen. Waffen waren generell ein bisschen experimenteller damals. Die Vespa 150 Tab, mit der man Menschen hinterherfahren konnte und dann, naja. Die griechische Version eines Flammenwerfers, befestigt vorne an einem Schiff. Oder der berühmte Krummlauf, eine starke Kanone, die die That's just wrong. Oder im Opiumkrieg des 19. Jahrhunderts, als die Chinesen an Feuerwerksraketen befestigte Affen auf britische Schiffe feuerten, um Chaos zu stiften. Im 15. Jahrhundert gab es regelmäßig ein Event namens Tanzplage, bei dem Leute so lange tanzten, bis sie aus Erschöpfung zusammenbrachen und dann irgendwann einfach starben. Jungs, wir brauchen eine Zeitmaschine. Angeblich wurden die Leute high durch einen Pilz, der im Korn gewachsen ist und dann in Form von Brot gegessen wurde. Liechtenstein zog mal mit einer 80-Mann-Armee, also so circa 60% der Bevölkerung, in den Krieg und kam ohne irgendwen angegriffen zu haben, mit 81 Leuten, also einem Mann mehr, wieder zurück. Okay Leute, also einer von euch hat sich dazu gemogelt. Wer ist das, Der 81. Mann war wohl ein Österreicher, der sich der Truppe anschließen wollte. Oder das beliebte Katzenpiano, was einfach nur daraus bestand, dass man mit dem Drücken der Tasten einen Stachel in die Katzenschwänze rammte, die durch das Aufschreien dann unterschiedliche Töne von sich gaben. Oh, und was ein wunderbarer Tag in Boston 1919. Was rieche ich denn da? Etwa Zuckersirup? Wie bitte? Eine riesige 7 Meter hohe Zuckersirupflut fließt durch die Stadt und tötet 21 Menschen dabei und lässt die Hälfte von Boston in Trümmern zurück, nachdem ein Tank mit 9 Millionen Litern Zuckersirup einfach explodiert ist? Ah ja, die große Zuckersirupflut von 1919. Wer kennt sie nicht? Sowieso sind Leute auch damals wegen den verrücktesten Dingen gestorben. Ein Mann namens Henry Ziegland wurde mal fast erschossen, als eine Patrone knapp an seinem Kopf vorbei in einen naheliegenden Baum flog. Ein paar Jahre später versuchte er dann, den Baum mit einer Axt zu fällen, was allerdings mit seiner Axt nicht funktionierte. Und so nahm er Dynamit, um den Baum in die Luft zu sprengen. Und bei der Explosion ist die Patrone mit voller Geschwindigkeit in sein Gesicht geflogen und er ist sofort gestorben. 20 Jahre nachdem die Patrone abgefeuert wurde, der Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden und wollte ihn austesten, indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der Fallschirm. Physik. Ja, es gibt vom Sprung auch tatsächlich Footage, doch den Aufprall erspare ich euch lieber. Ein Typ namens Walter Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen und gelähmt. Und als er dann schließlich 1932 in Frieden sterben konnte, wurde nach seinem Tod nochmal der Grabstein von einem Blitz getroffen.
Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. 390 vor Christus. Es gibt so Typen namens Gallier und es gibt Römer. Die Gallier, ganz schön wütend, wollen Rom einnehmen, haben aber keine Chance, die Stadt bei Tag zu stürmen. Also schlagen sie nachts zu und versuchen bei Dunkelheit heimlich über eine Mauer in die Stadt zu klettern, während alle anderen am Schlafen waren. So sah das ungefähr in echt aus. Und oben auf der Mauer stehen ein paar Gänse, sehen das und machen genau das, was Gänse halt eben so machen. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten somit verhindern, dass Rom von den Galliern eingenommen wurde. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen Tempel für die Gänse, in dem die Tiere für den Rest ihres Lebens wie Götter behandelt wurden. Ganz schön cool, nicht wahr? Und weil die Hunde in dieser Nacht keinen Alarm geschlagen haben, haben die Römer seit diesem Tag jahrzehntelang jedes Jahr aufs Neue ein Fest veranstaltet, bei dem Hunde als Bestrafung abgeschlachtet wurden, während die Gänse an der Seite auf lilanen und goldenen Kissen sitzen mussten und zusahen, wie zahlreiche Hunde in einem großen Feuer verbrannt wurden. Auch Hühner waren heilig zu der Zeit. Die Römer benutzten mehrmals den Rat von Hühnern, um militärische Angriffe zu planen. Wenn Hühner das Futter aßen, war das ein gutes Omen für einen Feldzug. Und wenn nicht, wurde der militärische Angriff wieder abgeblasen. Oh wow, Leute, das heilige Huhn hat gesprochen. Lasst uns all unsere Soldaten in den Tod stürzen. Yeah! Schnell! Tötet ihren Kriegsstrategen! Und doch auch zahlreiche Heldenstories von Menschen finden ihren Platz in den Sagen der merkwürdigen Geschichten. Es gab mal einen berüchtigten Mann namens Mad Jack Churchill. Er kämpfte als britischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Die Schusswaffen im Krieg waren sehr, sehr tödlich. Ein falscher Schritt an der Front und man war sofort tot. Bei der Landung in der Normandie sprangen die schwer bewaffneten Soldaten aus ihren Booten und in erster Reihe Mad Jack Churchill mit einem fucking Breitschwert aus dem Mittelalter. Er war dafür bekannt, im kompletten Zweiten Weltkrieg mit einem Breitschwert zu kämpfen und Gegner mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Stell dir vor, du bist ein Soldat an der Front und hast eh schon Angst um dein Leben und plötzlich rennt da ein schreiender, 2 Meter großer Soldat mit Schwert auf dich zu. Er war außerdem bekannt dafür, vor dem Kampf ganz laut Dudelsack zu spielen, um den Soldaten Mut zu machen. So als wäre das ein fucking +10 Stärke-Buff aus einem Videospiel. Und jetzt nach Feuerresistenz! Vielleicht hat er auch einfach nur Age of War gespielt und vergessen, auf die nächste Entwicklungsstufe abzugraden. Aber ein Soldat, der hunderte Nazis mit einem Schwert abschlachtet, schien vielleicht dann doch etwas aufzufallen. Oder im Jahr 1066, als die Engländer die Wikinger verfolgten. Die Flucht ging schon ein paar Tage und die englische Armee rückte immer mehr auf. Da entschloss sich ein einziger Wikinger dazu umzudrehen, sich auf die Brücke zu stellen und 15.000 Soldaten den Weg zu versperren. Ein einziger Wikinger. Los Leute, was steht denn rum? Greift ihn an! Nein, ehrlich, ich hätte das Gespräch sehr gerne gehört. Bro, bist du dumm? Wir sind 15.000 Mann, du wirst sterben. Ganze 40 Soldaten schaffte er mehrere Stunden lang mit in den Tod zu reißen, bevor ihn jemand unter der Brücke aus seinem Fass heraus in die Eier stach. Der sogenannte Berserker von Stamford Bridge ging in die Heldengeschichten ein und zahlreiche Barden komponierten Lieder über dieses Ereignis. Und eine Person war ein Held in einer sehr besonderen Weise. Wir schreiben das Jahr 340 vor Christus im antiken Griechenland. Die Stadt ist voller schlauer Philosophen, gebildeten Mathematikern und randvoll mit Leuten, die jede 3 Sekunden irgendetwas Neues erfinden. Einer dieser Philosophen im antiken Griechenland war ein Mann namens Diogenes. Er lief regelmäßig bei helllichtem Tageslicht mit einer Lampe in der Hand über den Marktplatz. Und wenn man ihn fragte, warum er bei Sonnenschein eine Lampe tragen würde, sagte er: "Ich suche nach einem ehrlichen Mann." Und ging weiter. Er lebte in einem XXL-Keramiktopf mitten auf der Straße, war bekannt dafür, von zahlreichen Hunden begleitet zu werden und regelmäßig in die Lehrstunden von Plato, einer der größten Philosophen der Menschheit, zu gehen und den Unterricht mit lautem Essen und Verzehren von Speisen zu stören, einfach weil er es lustig fand. Als er eines Tages mal einen Bogenschützen beim Üben sah und merkte, dass er wirklich keinen einzigen Pfeil traf, saß er sich daneben und sagte zu ihm: "Danke, das hier ist der sicherste Ort der Welt." Außerdem war er bekannt dafür, Leute, die ihnen irgendeiner Weise belästigten, einfach so mitten in der Stadt anzupinkeln. Und als die Stadt Korinth mal von einer Armee angegriffen wurde, fingen alle anderen Menschen in der Stadt an, panisch umherzuschreien und ziellos durch die Gegend zu laufen. Als Diogenes das sah, nahm er ein Fass in die Hände und rollte es mehrmals einen naheliegenden Hügel hoch und danach einfach wieder runter. Und als Leute ihn fragten, was er denn da machen würde, sagte er: "Ich versuche nur so nützlich zu sein, wie alle anderen hier." Seine Todesursache ist etwas umstrittener. Die meisten Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine Lust mehr hatte, zu
zu leben, auch wenn man darüber streiten kann, ob das überhaupt geht. Oder er hat einen rohen Oktopus gegessen und ist somit an einer Vergiftung gestorben. Wir sehen also, antikes Shitposten war schon immer ein Ding. Als 79 nach Christus der Vesuv in Pompeji explodierte, wurde die komplette Stadt mit ganz schön viel Asche überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Vulkan. Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht, wie zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu masturbieren. Der Typ, der von der schmerzhaften Asche verschont wurde und dann von einem fallenden Stein getroffen wurde. Und was auch überlebt hat, sind die antiken Schriften an den Wänden der Stadt. Hier ein paar Weisheiten von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Am 19. April habe ich Brot gebacken. Weint ihr Mädchen, mein Penis hat euch aufgegeben. Jetzt dringt er in Männerhintern ein. Lespanius, du kotest überall hin. Hallo alle zusammen. Ich habe meinen Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronzemünzen. Wir zwei sind beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind Gaius und Aulus. Best friends forever. Dazu kommen noch zahlreiche Bilder von riesigen Genitalien, sehr vielen Enten oder hässlichen Gesichtern. Und auch in einer Höhle, in der vor vielen Jahrhunderten mal Wikinger überwinterten, wurden sehr viele Meter weit oben an der Decke Runen gefunden, die einfach nur sagen, diese Runen sind sehr weit oben. Oder diese Runen wurden von mir, Teufir Kolbornzorn, gezeichnet. Und auch in alten Zeitungen wurden die ersten Memes gepostet. Wie du denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht. Wie du wirklich aussiehst. Gar nicht mal so schlecht. Und auch Künstler haben ordentlich geshitpostet. Sei es die Komposition von Mozart namens Leck mich im Arsch. Oder die zahlreichen Künstler im Mittelalter, die aus bis heute immer noch unerklärlichen Gründen extrem viele Gemälde malten, in denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Ein anderes populäres Meme vor dem Internet war zum Beispiel, sich auf sehr hohe Flaggenpfosten zu setzen, um anderen Leuten zu zeigen, dass man über ihnen steht. Das Ganze wurde durch die lokalen Zeitungen zum neuen coolen Trend. Und somit ging die erste virale Medien-Challenge namens Flagpole Sitting los. This is a wonderful world. Irgendwann ging es dann nicht mehr darum, wer am höchsten sitzen kann, sondern am längsten. Der Rekordhalter war der sogenannte Schiffswrack Kelly mit 49 Tagen, nachdem er lernte, im Stehen zu schlafen und den Regen auszuhalten. Und man kann wirklich sagen, die Leute haben das Ganze auf die Spitze getrieben. Ein weiterer Trend aus dem 20. Jahrhundert war, zwei Züge absichtlich mit voller Wucht gegeneinander krachen zu lassen. Den Zügen wurden davor lustige Namen gegeben, wie zum Beispiel Old Man Depression. Old Man Depression is starting to watch them come together. There it is. Wow. Und tausende an Leuten erschienen zu solchen Events. Ah ja, und wo wir gerade bei Zerstörung sind. Kriege wurden damals auch aus den verrücktesten Gründen angefangen. 1325 gab es in Italien eine Streitigkeit zwischen dem Staat Modena und Bologna. Ein paar Modena-Soldaten dachten sich, wie fangen wir am besten einen Streit an? Und so klauten ein paar witzige Typen einen Eimer aus dem gegnerischen Dorf. Wir werden so sauer sein. Die Leute aus Bologna wurden ganz schön wütend und schickten daraufhin 32.000 Soldaten los. Und so startete der Eimerkrieg von 1325 mit ganzen 2.000 Toten. Auf einer Insel in Westamerika waren Amerikaner und Briten stationiert. Ein dickes Schwein lief eines Tages über die feindliche Grenze, wurde von der anderen Seite getötet und den Rest könnt ihr euch denken. Der römische Kaiser mit dem Namen Caligula hat sogar mal Krieg gegen Neptun angefangen, den Gott des Meeres. Naja, wie führt man einen Krieg gegen einen nicht realen Gott der Mythologie? Genau, man befiehlt seinen Truppen, zum Wasser zu gehen und mit Waffen auf das Meer einzustechen. Hey, meint ihr, es gibt später noch was Leckeres zu essen? Wahrscheinlich wieder Hühnchen. Die Soldaten sollten außerdem Seemuscheln einsammeln als Kriegstrophäen. Und als sie unversehrt zurückkamen, erklärte man den Krieg als gewonnen. Du wirst niemandem mehr wehtun, verfluchtes Gewässer. Die österreichische Armee kehrte einmal zurück zu ihrem Hauptcamp, nachdem sie das naheliegende Gebiet ausgespäht hatten, um eventuell die gegnerische türkische Armee zu lokalisieren. Da alle schon etwas betrunken waren und die Nacht auch schon angebrochen war, hielten die zurückkehrenden Soldaten das Camp für das gegnerische Lager der Türken und schossen einfach drauf los, während sie bis zum Morgengrauen unwissend ihre eigenen Österreicher töteten. Zwei Tage später kam dann die türkische Armee an und sah den riesigen hinterbliebenen Leichenhaufen. Alle gestorben durch Eigenbeschuss. Wer würde gewinnen? Österreich?
Cäsar wollte mal eine Stadt auf einem Hügel einnehmen und ließ eine riesige Mauer um den Hügel herum bauen, um die Gegner einzusperren und die Stadt zu belagern. Die Gegner waren aber schlau und ließen vorher Briefe aussenden, um Verstärkungen anzufordern. Als Cäsar mitbekam, dass von außen Gegner kommen würden, ließ er schnell eine zweite Mauer um ihn herum bauen und befand sich somit innerhalb einer Mauer, die beide Seiten auf einmal bezwingen konnte. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Es gab einen Typen in China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der weil er bei seinen Prüfungen verkackte, wirklich sehr große Albträume hatte. Albträume wie zum Beispiel dieser hier. Hallo, so, du bist der Bruder von Jesus Christus. Und was macht man, wenn man träumt, man sei der Bruder von Jesus? Richtig, man gründet eine neue Religion, macht sich zum Propheten, sucht sich ganz viele Anhänger, die einem folgen, versucht China zu stürzen, weil alle, die dir nicht glauben, dass du der Bruder von Jesus bist, Dämonen sind. Und startet den dritttödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte, bei dem 25 Millionen Leute sterben. Das sind ca. 8 Millionen Menschen mehr als im Ersten Weltkrieg, weil ein Typ träumte, er sei der Bruder von Jesus. Oh Gott, ich werde niemals mehr in einer Prüfung durchfallen. Wir nähern uns der Endstation. Ohio. Die moderne Version von Orten in der Geschichte, wo irgendetwas nicht so ganz richtig läuft. Laut dem Internet ist Ohio ein Ort, an dem die physikalischen Gesetze nicht so wirklich funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollen. Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein riesiges XXL-Ungeheuer bedroht mal wieder die Bevölkerung. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel benutzt, um in Ohio zur Arbeit zu kommen. Nicht mal Minecraft spielen kann man in Ohio, denn der Sandtempel läuft einfach vor dir weg. Und jeder in Ohio hat seinen eigenen Mini-Shrek zu Hause. Aber schauen wir doch mal, was die wirkliche Faktenlage zu Ohio ist. In Ohio gab es 1895 gerade mal 2 Autos in der ganzen Stadt. Beide Autos haben es trotzdem irgendwie geschafft, aneinander zu crashen und einen Autounfall zu bauen. Aus Ohio kommen verschiedene Prominente, wie zum Beispiel Albert Stevens, der radioaktivste Mensch, der je gelebt hat. Er machte 1945 bei einem Experiment mit, bei dem Forscher ihm ohne sein Wissen radioaktives Plutonium injizierten. Ganze 20 Jahre hat er überlebt. Es gab einen berühmten Arzt in Ohio mit dem Namen George Washington Hitler und seinem Sohn Dr. Hitler. Es gibt in Ohio sogar eine Straße, die nach ihm benannt worden ist. Natürlich absolut überhaupt nicht lustig. Der berühmte Gorilla namens Harambe wurde in Ohio erschossen, nachdem ein Kind in sein Gehege kletterte und man aus Panik den Gorilla einfach abknallen ließ. Es hätte mich erwischen müssen und nicht ihn. Das ist nicht fair! Januar 2023 wurde eine Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Cat that was high on cocaine. Warum auch immer man eine Katze auf Kokain testet. Ach ja, Ohio. Der Fluss in Ohio ist seit Jahren bekannt dafür, regelmäßig in Flammen aufzugehen. A river on fire. Aus Ohio kommt außerdem Operation Gay Bomb, ein Forschungsprojekt, bei dem man versuchte, eine Chemiewaffe herzustellen, die in Form einer Bombe alle getroffenen Soldaten mit Hilfe von Gasen extrem horny machen sollte, damit man sie problemlos angreifen kann. In Ohio gibt es außerdem berüchtigte Gebäude, wie zum Beispiel das Wahlgebäude, bei dem keiner so richtig weiß, was drin ist. Ein riesiger Korb, der innen drin einfach leer steht, oder der größte Stempel der Welt. Ein neueres Event in der Geschichte von Ohio war, als im Februar 23 ein 3 Kilometer langer Zug mit 150 Güterwägen, in denen zu 90% gefährliche Chemikalien transportiert wurden, von den Schienen abgekommen ist und durch die Explosion eine riesige schwarze Chemiedampfwolke über Ohio entstanden ist. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! Und ich meine, wer hätte all das ahnen können? Guckt euch nur diese unfassbar sicheren und modernen Schienen an, auf denen die Züge in Ohio fahren. Ingenieur. Und dann gibt es noch Florida, der große Bruder von Ohio. Nun, abgesehen von den fucking riesigen Alligatoren, hey man, are you drunk? Oder dem wunderbaren Disneyland, gibt es ein gewisses Phänomen in diesem Bundesland, dem berüchtigten Florida Man. Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, Florida Man, a man in Florida.
Nun, das Ding ist, Florida ist das einzige Bundesland in Amerika, in dem ein Gesetz herrscht, das besagt, dass jedes staatliche Dokument offengelegt werden muss, inklusive Fahndungsfotos, Polizeiberichte und Notrufe. 911, what's your emergency? I would like to order pizza. Das sorgt dafür, dass sich das ganze Internet mit vollem Enthusiasmus auf diese Schlagzeilen stürzen kann, welche dann unter dem einheitlichen Namen Florida Man in Subreddits, Twitter-Seiten und Webseiten dokumentiert werden können. Natürlich gibt es seit dem Meme auch Fake-Schlagzeilen, wie zum Beispiel Florida Man kidnappt 27 Leute und zwingt sie 36 Stunden lang zum Kniffelspielen oder Florida Man versucht sich selbst einen Hirnschaden zuzufügen, um Skyrim nochmal das erste Mal spielen zu können. Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an echten Schlagzeilen. Ein typischer Tag in Florida und Florida Man bricht im Gefängnis ein, um seine Freunde zu besuchen. Hey! Stopp! Florida Man festgenommen, weil er den Notruf gewählt hat, nachdem man seiner Katze den Zutritt zum Stripclub verweigerte. Florida Man wird verhaftet, weil er Karate-Kicks an Schwänen ausprobierte. Florida Man beschmiert seine Hände mit Erdnussbutter und schlägt Nachbarn, der allergisch gegen Erdnüsse ist. Giftschaden plus 40% ist OP. Bitte, nerven. Florida Man greift Nachbarn mit einem Samurai-Schwert an. Florida Man raubt Supermarkt aus, indem er den Kassierer mit Fingerpistolen bedroht. Florida Man versucht, eine Bank auszurauben, nachdem er einen Zauberer $500 zahlte, damit er ihn unsichtbar macht. Ups. Oder die Zeit, als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, damit er eventuell wieder umdreht und auf Afrika zurast. Ich hasse Florida. Doch als man merkte, dass Ventilatoren nicht wirklich helfen können, kamen über 50.000 Leute aus Florida auf die grandiose Idee, sich zu versammeln, um gemeinsam auf den Hurricane zu schießen. Jedenfalls war das der Plan der Facebook-Gruppe. Die Idee machte relativ schnell Schlagzeilen und überall machten sich Leute bereit, den Hurricane gemeinsam in die Flucht zu schießen. Der Sheriff von Florida warnte die Leute daraufhin dann in einem Twitter-Post, dass man den Hurricane nicht zum Umdrehen bringen würde und die Patronen durch die Zirkulationsbewegung vom Sturm mit voller Geschwindigkeit wieder auf die Erde fliegen würden. Das ist genau das, was ein Hurricane jetzt sagen würde. Außerdem gab es Banger-Nachfolgergruppen, wie zum Beispiel Vernichtet Hurricane Irma mit ganz vielen Flammenwerfern. Macht all eure Lichter aus, damit Hurricane Irma denkt, wir wären nicht zu Hause. Okay, dann komme ich wann anders wieder. Und schlussendlich erreichte man mit den Facebook-Gruppen genau das, was man wollte. Und zwar das Thema groß zu machen, damit Leute für den Hurricane Vorkehrungen treffen konnten. Ah ja, und es ist kein einziger Mensch erschienen, um auf den Hurricane zu schießen. Und doch jeden Tag geht die Saga weiter von der größten Reality-TV-Show der Welt, dem berüchtigten Florida Man. Jesus,